wieder ein Stück zurückgekehrte Normalität. Nach 2 Jahren Ausnahmezustand konnten die Vertreter und Vertreterinnen der IG Wohnen ohne Einschränkungen zusammenkommen. Die diesjährige Vertreterversammlung fand regulär im Hauptsitz der Genossenschaft statt. Das Interesse war groß. 73% der stimmberechtigten Vertreter waren anwesend. So konnte zu allen Beschlussvorlagen abgestimmt werden. Fred Wanter wurde in diesem Zuge als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Stolz verkündete Vorstandsvorsitzender Uwe Emmerling, dass die Genossenschaft trotz der schwierigen Zeiten eine positive Jahresbilanz aufzeigen kann. Am Ende stehen fast 7 Millionen Euro unterm Strich. Ein gutes Zeichen im Jubiläumsjahr. Die IG Wohnen ist 120 Jahre alt geworden. Das ist schon für ein Unternehmen eine Riesenzeit, die man am Markt existiert. Ja, wenn man sich überlegt, was die Geschichte alles schon in den letzten 120 Jahren hervorgebracht hat. Und dann heute hier auch so ein positives Ergebnis hinstellen zu können in der Region hier, das macht schon stolz und auch froh. Ausruhen will sich die Genossenschaft jetzt aber nicht. Denn ihrem Zweck entsprechend stehen die Menschen in der Genossenschaft im Fokus. Für ihre ca. 10.600 Mitglieder ist in den nächsten Jahren so einiges geplant. Ja, die Genossenschaft arbeitet natürlich an vielen Dingen. Unter anderem werden wir in den nächsten Jahren alle unsere Wohnungen mit Glasfaser ausstatten. Das ist ein großes Projekt. Wir haben bestimmte Themen, auch was Energiewesen betrifft, nennen wir es jetzt einfach mal in der Pipeline, in der Vorbereitung. Da werden wir dann in den nächsten 1-2 Jahren noch darüber informieren. Also natürlich auch das ein oder andere Bauvorhaben noch anstreben. Und wie gesagt, wir wollen hier sehr aktiv in der Stadt bleiben. Positiv hervorzuheben sind die Neubauvorhaben, die das Stadtbild entscheidend prägen und aufwerten. Wie zum Beispiel die Blockrandbebauung in der Amalienstraße. Auch das Quartier am Ostroer Damm wird erweitert. Die IG Wohnen will hier neue Wege gehen. Da gibt es einen zweiten Bauabschnitt, da sind wir gerade in der Genehmigungsplanung. Da wollen wir eigentlich auch wieder Wohnungsbau selbstverständlich für unsere Mitglieder machen. Und an dieser Stelle wollen wir jetzt mal etwas nachhaltiger werden. Vielleicht schaffen wir es. Das hängt natürlich von den Kosten, die uns da angeboten werden, ab. Vielleicht schaffen wir es da mal, einen Holzbau zu machen. Das wäre eine ganz tolle Sache. In den nächsten Jahren soll neuer Wohnraum geschaffen, aber der Bestand auch weiterhin aufgewertet werden. Gerade letzteres ist ein heiß diskutiertes Thema unter den Vertretern. Das zeigte der offene und lebendige Dialog während der Veranstaltung. Oftmals halten sich die Vertreter leider etwas zurück und wir finden das aber sehr gut, wenn sie auch mal Kritik äußern und mal sagen, was sie bewegt und was sie auf dem Herzen haben. Und dann können wir auch besser damit umgehen. Also grundsätzlich finden wir das positiv. Gemeinsam mit Vertretern und Mitgliedern setzen sich sowohl Vorstand als auch der Aufsichtsrat dafür ein, in Cottbus auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum auf modernem Standard sicherstellen zu können. Die Vertreterversammlung der IG Wohnen bietet damit als höchstes Gremium genau die richtige Basis. Vielen Dank.